Hallo Maike, Hallo hallo. Maike, ja, Hi, geht ja hi. los. Ja, willst du anmoderieren? Ey, ich kann sowas doch nicht. Ich Ach weiß gar so. nicht. Liebe Gemeinde. Nee, hier, ja, hallo. Hi. Wir sind der Tim. Und Hauke. Voll gut, wie du mich auch vorgestellt hast. Du bist echt ein alter Hase. Ja, ey. Und wir machen heute, ja, eigentlich ja gar nichts, ja umsonst. 0 Euro mit. 0 Euro mit uns. Ist Weil wirklich umsonst? deswegen müssen wir das auch machen, weil wir für lau sind Ach, der einfach. Chris zwingt uns ja. Und wir haben zwei Das heißt außerordentlich großartige Steinkraft. Spiele. Verraten wir noch nicht, oder? Zeigst du das jetzt schon, Maike? Nee, nee, nee. Wir verraten natürlich noch nicht, was zweite ist, wegen dem Ja, aber Spannungsbogen. ich weiß nicht, aber also Ich umsonst habe ist ja überhaupt ja. keine Ahnung von Apple-Produkten, das darf ich ja sagen. Aber iPad kriegt sogar ich hin, hat ja nur eine Haben Taste. die jetzt schon die eigene Steckdose? Haben sie doch hier so Adapter-Kram. Achso, Naja. So, wir machen jetzt mal hier, spielen wir erstmal. Und zwar das erste Überraschungsspiel: Paper Toss. 2.0. Oh, krass, ich hatte das auch mal auf dem Handy, das war wahrscheinlich nur 1.0. Und wie der Name schon verrät, müssen wir Paper tossen, also Papier werfen. Aber ja, Weil man das auch sonst nicht machen wir kann. easy. Es gibt halt verschiedene Modi. Also ich glaube, es gibt Was hier. ist denn Cubicle? Das weiß ich auch nicht. Fangen wir damit Ja, an. wir machen es Wir einfach. machen es einfach, genau. Ah, Oh. okay. Wie man schon sieht, ist hier so ein Büro. Die Leute finden uns auch alle ganz großartig, denn wir machen so einen Quatsch hier. Wir müssen so mit Papier rennen. Gleich den ersten getroffen. Hier Ey. sieht man ja so einen Ventilator. Kommen da Post-its raus, wenn du Oh. triffst? Ja, wahrscheinlich. Oh, 5 kommen, dann müssen wir bestimmt so werfen. Alter Hauke, ein Alter. Naturtalent. Aber Hauke hat ja auch letztens geschafft, mit Milchbrötchenpapier Das war krass, ne? einfach so reinzutreffen. Also, muss schon ein bisschen epischer erzählen. Ich meine, das war so Achso. durchsichtig. Fuck Oh, den. jetzt hast du. Oh, guck mal, Oh! Alter, da machst du Wie dir grimmig nicht. ist hier? Hast du noch einen? Da machst du dir keine Freunde mit im Büro. Dass der nicht drin war. Naja, jedenfalls sammeln wir natürlich Punkte darüber. Und über die Punkte. Wir machen mal erstmal noch ein Ding, so. Kriegen wir hier so Zeug? Können wir da jetzt nicht dran? Doch. Das können wir uns hier freischalten. Wir haben schon mal hier eine Tomate freigeschaltet. Dann können wir, ich meine, Träume werden wahr, auch mit Tomaten schmeißen. Ich dachte, wir könnten ihn damit Der Nachteil an beschmeißen. verdammten Tomaten ist natürlich, dass die vom Wind viel weniger beeinflusst Ja, da werden. wirkt aber auch das vierte Newtonsche Gesetz für Tomaten. Aber die treffen, können wir mal sie da hinten treffen mit der Tomate? Nee, ach, Nee. schmeißen wir ihn, er ist eh ein Spaß. Er ist eh nicht Oh, nett. jetzt triffst Ich du, wollte anstatt ihn zu überhaupt treffen. nicht! Ich wollte ihn voll abwerfen. Aber bringt dir das Spaß? Ha, voll einen Fressen. Ey. Ein Achievement gekriegt! So, also ich finde es ganz witzig, vor allem dafür, dass es gratis ist. Das ist jetzt wohl auch neu hier, dass man eben sich hier Sachen kaufen kann. Crushed Can, die fliegen halt anders, die zum Beispiel. Ja, jetzt haben wir leider nicht so viele Punkte. Das hat der Chris nicht gut vorbereitet. Das ist jetzt witzig, guck mal, da steht Who throws a tomato, honestly? Entschuldigung, ich kann meine Begeisterung einfach nicht in Und die hat Grenzen halt halten. alles verschiedenes Flugverhalten, Flying Saucer, das ist halt. Kennst du das von Und South natürlich, Park? was denn? Wie heißt er denn? Rick Ryder, Schneider als Stabler oder sowas? Das war witzig. Dürfen wir South Park überhaupt sagen? Ey, wir sind voll popkulturell, wir Ach dürfen so. sagen, was wir wollen. Okay. Hier ist Pudge Ragdoll, keine Ahnung, was das ist. Aber naja, wir können ja mal einen anderen Modus ausprobieren. Gehen wir hier aufs Menü. Es gibt nämlich noch, jetzt müsst ihr ja nicht, müsst ihr ja nicht denken, dass das alles so einfach ist. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel hier auf Warehouse gehen, ist der Eimer da ganz hinten. Alter. Wir nehmen aber mal nicht die Tomaten, die sind vom Flugverhalten irgendwie blöd, ne? Und dann muss man hier. Ja. Ach komm, Hauke, ich zeig dir mal, wie Ja, das genau, mach du geht. mal, Tim. Oder Das ist soll echt ich doof. gleich das super andere Spiel spielen? Nee, machen wir euch das noch. Okay. Zeig mal noch einen anderen Modus, sonst da kannst du ja ein paar Mal werfen. Wie man bei Tim schon sieht, ist es nicht so einfach, wie es bei mir aussah. Ich hab's einfach nur saumäßig drauf. Aber sonst zu der App was Das sonst ist großartig das. Besonderes als nicht. Also es ist ganz Also, witzig, wird ein bisschen schnell oh, das ist eine eintönig, aber Kakerlake. ja, das haben sie ganz nett überbrückt, dadurch, dass man eben jetzt Sachen freischalten kann und die alle unterschiedliches Flugverhalten haben. Und hier beim Warenhaus zum Beispiel sieht man links und rechts eine Regalwand. Ey, da Da zieht's prallen einfach, die da ab. zieht's wie Hechtsuppe Wirf mal drin. gegen die Regalwand mal zum Zeigen. Das schaffst du gar nicht so nett. So, Doch. zack. Und man kann halt theoretisch auch über die Regalwand da reintreffen. Ja, das war jetzt einfach nur einmal um es zu zeigen. Ich glaube, ich gucke jetzt So, mal jetzt hier kannst du noch. so auf Geh mal auf Hard. Wenn das so Hard. schwer ist, wie es vorher war, dann. Ja. Bei Hard ist halt der Nachteil, auf dem Tisch bleiben die Kugeln liegen. Rechts prallen sie nur ab. Also, weißt du, wenn du von rechts kommst, prallen sie immer an diesem Ding ab. Das ist ja Und jetzt die aber. Entfernung ist schon ganz schön happig. Ich werde auch darauf hingewiesen, dass ich vielleicht einfach mal was von da nehmen sollte. Vielleicht sind die Tomaten auch irgendwie. Kannst du mal probieren, die sind windresistenter. Vielleicht sind die bei größeren Entfernungen besser. Ey, das. Also. Nee, auf die Kante aufgekommen. Zählt bei denen nicht, bei den blöden Tomaten. Ey, So, wollen wir mal das andere ausprobieren? da setze ich mich doch ohne Scheiß lieber wirklich ins Büro.
und schmeiß mir Tomaten. Das ist schon ein hartes Statement, ey. Ja, also wirklich ins Büro setzen, Tomaten schmeißen, ist ja auch sauwitzig. Ja, machen wir ja. Eigentlich ist ja auch Freitag Tomato Day. Das wissen die wenigsten. Ja. Nachdem wir jahrelang versucht haben, Tomakos anzupflanzen, sind wir dazu übergegangen, einfach freitags aus Frust dann Tomaten zu schmeißen. Wollen wir jetzt was anderes spielen? Ja, geh mal auf... Ach nee, drück mal die Affentaste. Oh, das ist schon wieder rausgerutscht, oder? Das Weiterlaufen, der nimmt weiter. Okay. Dann drücke ich mal hier. Und was nehmen wir jetzt als nächstes? Das Diamond Dash. Bevor es losgeht, sag noch nicht spielen. Dreh's seitlich. Es ist ein unglaublich simples Spiel. Ich versuch's mal so schnell zu erklären. Wenn ihr es gleich seht, wisst ihr eh, was passiert. Und zwar werden gleich ganz viele Kristalle aufploppen. Und immer wenn drei zusammen sind, musst du draufdrücken. Und je schneller du hintereinander Dreier zerdrückst, desto höher wird der Ton. Und wenn er auf Maximum ist, hast du so einen Explosionsmove, siehst du dann aber. Im Grunde musst du nichts tun, außer Dreier zu drücken. Aber warum ist hier ein Panda, der ein Fakir ist und auf einer Wolke schwebt? Tim, warum ist da sonst, warum hat nicht jedes Spiel einen Panda, der ein Fakir ist und auf einer Wolke spielt? Ja, schon innovativ. Darf ich jetzt auf Spielen drücken? Ja, und dann geht's auch eigentlich, glaube ich, schon direkt ab. Alter, okay, okay, da. Bam, bam, bam. Schnell. Bam, bam. Da, bam. Bam, bam. Oh, also zwei, das ist fast cheaten. Alter, hier, jetzt geht's jetzt ab. Hier, bam, 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 bam. Das tut mir in den Augen weh, das brennt. Bam, bam. Oh. Er ist vorbei. Nee, alleine ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber tatsächlich, so unglaublich simpel das auch aussieht, das macht wirklich ungeheuren Spaß. Man levelt auch. Die Levels werden auch immer schwieriger. Man hat halt weniger Zeit. Diese Boni halten kürzer, wenn alles explodiert und so. Aber die Frage ist, kann ich mir hier einen Schattenlords Level 2 Helm aufsetzen? Wenn du den freispielst? Okay. Auch nicht, nein. Okay. Ja, jetzt fehlt mir hier gerade... da wurde es mir gezeigt. Stimmt, habe ich fast vergessen. Es gibt auch noch für absolute Oberaffen wie uns, wird irgendwann angezeigt, wo einer ist. Und manchmal wandeln sich hier unten auch die Farben. Woran das liegt, habe ich noch nicht durchschaut. Das ist der Regenbogeneffekt. Ist ein anerkanntes physikalisches Phänomen. Ja, das hat bestimmt voll den Sinn. Könnt ihr unten alle in die Comments schreiben, was ich für ein Spasti bin. Ich raff das ja auch wieder nicht. Und so, und jetzt? Jetzt? Haben wir verloren? Nee, hast du deine Punktzahl. Jetzt kannst du wieder spielen. Ah nee, guck, ich muss den Herz setzen. Ich glaube, ich starte auch da, wo du eben aufgehört hast. Also das war Level... Echt, ja, das kann sein. Das war Level 3 gerade. Ja, ich hab schon ein bisschen Probe gespielt. Du Verräter. Verräter-Sau. Ja, aber es ist, um es irgendwie mal vernünftig was zu sagen, es ist halt wirklich unglaublich simpel und macht echt Spaß. Ja, aber das ist ja oft so, dass einfach simple Spiele quasi das Herz erleuchten lassen. So wie Minecraft zum Beispiel, ne? Dass ich ja jetzt als allerletzter Mensch auf diesem Planeten, glaube ich, für mich entdeckt habe. Ich habe es ja noch gar nicht gespielt. Ich habe heute sogar bei Twitter extra was gepostet. Einen tollen Leuchtturm, den ich gebaut habe. Ein Meisterwerk. Und ich habe keine Anerkennung bekommen, das war echt traurig. Nur von Gunnar. Gunnar ist eh ein guter Mensch. Ja, bei Gunnar weiß man nur leider nie, ob es Ironie ist oder ernst gemeint. Nein, nein, das ist ernst gemeint. Ja, ja, stimmt, natürlich war es ernst gemeint. Ey, guck mal, das funktioniert auch. Toll, Tim. Wirklich, das ist die Herausforderung, die du gerade meisterst. Du hast Punkte abgezogen, glaube ich, wenn du falsch drückst, oder? Lass mal ausprobieren. Nö, okay, kannst du einfach voll Asi sein. So, ich glaube, das Spiel hat tatsächlich nicht mehr zu bieten als das. Jetzt können wir noch mal das letzte zeigen. Ja, okay. Da freue ich mich auch den ganzen Tag schon drauf. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt kommt nämlich was absolut Großartiges. Für uns beide absoluten Fußballkenner, I-Liga heißt das Ganze. Ist genauso gratis und dafür ist es wirklich cool. Ich meine, wir sind jetzt hier zum Beispiel auf der Startseite, sieht man schon, I-Liga, das ist fußballbasiert. Das ist ein Fußballportal, das zum einen hier News liefert, eben das aktuelle. Das ist auch wirklich relativ zackig, kommt da mal was Neues. Also ich habe jetzt gerade hier 13:48 hat er jetzt hier Transfermarkt live, alle Winterwechsel jetzt auf goal.com. Aber das ist Kermit der Frosch. Zinedine Zidane sind hier alle, sind halt News. In der Mitte ist immer aktuelle Spiele der Bundesliga sind hier zum Beispiel angegeben. Hier ist auch dritte Liga angegeben, das kann man sich auch aussuchen. Ich kann das quasi hier verschieben, wo ich es hinhaben möchte. Wenn er denn jetzt mal möchte. Oder was ich hier reinhaben möchte, kann ich halt auch gucken. Und wer spielt denn da? Live. Unterhaching. Mein Opa hat ja mal bei Aue gespielt. Ah, sogar das geht. Leider läuft jetzt gerade kein Spieler. Wir können sogar live verfolgen, wie quasi der Zwischenstand ist. Hier, so. Guck mal, da Aue. Nee, doch nicht. Nee. Da hat mein Opa mal gespielt. Dann kann ich mir... Bei Aue hat mein Opa mal gespielt. Wow. Kann ich mir hier die Bundesliga angucken. Also ich kann eben auch einzelne Ligen wählen, die ich interessant finde. Kann dann hier zweite Bundesliga, dritte Bundesliga. Und hier Statistiken, das ist genau. Für die großen Fans dann wahrscheinlich wieder genau, interessant. Hier sind die Torschützen, da kann ich auch draufklicken. Dann, ich glaube, hier kann ich dann auch die Videos zum Beispiel angucken vom Tor der Woche oder sowas. Der heißt
Proschwitz. Was denn? Nick Proschwitz. Also. Proschwitz. Weißt du, wenn er kein R hätte, dann würde er Proschwitz heißen. Oh, ja. So. Wir können noch nach links gehen. Da hat zum Beispiel die Major League ist hier dann aufgeführt. Das ist was für Chris zum Beispiel interessant. Achso, das ist England. England, ja. Und wieso ist da sie dann? Das ist genauso eine News. Die News bleiben ungefähr gleich. Achso. Die betreffen auch immer den internationalen Markt. Ich kann im News Center aber auch zum Beispiel auswählen, welche News ich sehen will. Ich kann hier leider noch nicht sortieren. Das wäre vielleicht was für die Zukunft, mal zu sagen, ey, ich möchte nur bestimmte News sehen. Das geht leider hier nicht. Aber ich kann hier ein Lieblingsteam zum Beispiel wählen und kriege dann halt bevorzugt. Wir können jetzt hier zum Beispiel, Chris hat hier Premier League Liverpool ausgewählt. Wollen wir da mal was anderes machen? Was findet Chris denn richtig gut bestimmt? Hier, hier Bolton, das findet er bestimmt richtig super. Bolton, so, dann kann Michael er da, Bolton. Kann er da immer gucken. So, und hier, das geht natürlich genauso für andere Ligen. Hier sehe ich die News. Ach, warte, das ist ja so. Ich glaube, du musst hier oben auf Schließen gehen. Ja, Entschuldigung, ja. Und hier Europameisterschaft 2012 ist auch immer alles aktuelle. Rundenziehung ist halt was für Fußballfans, sage ich ganz ehrlich. Also wer sich für Fußball nicht interessiert, realen Fußball, für den ist es unglaublich langweilig. Aber Fußball ist jetzt schon dieser aufstrebende Sport, der versucht hier Deutschland für... Okay. Ja, ob der so Fuß fassen kann, der soll es schon ein, zwei Stadien geben. Fuß fassen, ist ja. Ist ja aus Südafrika rübergeschwappt. Okay. Also wirklich, da bin ich tatsächlich von überrascht gewesen. Das ist für eine Gratis-App schon echt großartig. Weil eben auch News mit Videos präsentiert werden und eben Statistiken, die Spieler einfach, ist halt sauschnell gemacht, Einblick, und ich habe halt wenigstens die wichtigsten Sachen. Aber natürlich mit Internet nur in Verbindung, weil sonst bringt einem der Quatsch ja nichts. Das ist halt der Nachteil. Aber hier ist auch ganz nett, hier Lukas Podolski. Ja, wie dumm der aussieht, der hier. Pizarro, den kennst du doch, oder nicht? Wenn wir das sagen, Gunnar, hier ein Werder-Spieler, und wir sagen dumm, Gunnar schaltet schon aus. Aber Gunnar ist ja auch Leiter und Gründer des, wie heißt der Torwart von denen nochmal? Beste Clubs? Nee, Tim Wiese. Tim Wiese. Ich kann jedem nur empfehlen, unbedingt mal auf die Tim Wiese-Page zu gehen. So, und jetzt, glaube ich, haben wir einfach nichts mehr zu erzählen. Wir haben ein paar ganz tolle Apps gesehen. Und nächste Woche kostet bestimmt wieder was. Da sind wir bestimmt nicht mehr da. Nee, da sind wir dann auscashiert, damit man die kostenpflichtigen Apps bezahlen kann. Ja, und das war's, glaube ich. Ja. Und wer mehr sehen will, ist schon auf GameOne.de. Seit gestern. Alles klar. Am besten. Dann tschüss, ne? Tschüss. Ich schäme mich sehr.